Willkommen zurück zu Torchlight. Ich habe mich ein bisschen an der Fischmöglichkeit vergangen, aber es war nicht so erfolgreich, wie ich gehofft habe. Wir haben zwar viel gefangen, beziehungsweise ich, aber nicht viel Neues. Ich glaube, der Big Blue Perch war neu. Dann habe ich die Version noch in klein gefangen, ein paar Mackfisch, ein paar Badfisch, alles mögliche. Und Trophy Snort hatten wir schon. Ja, ich glaube, wir hatten nur den hier als neuen gefangen. Ja, den verwende ich auch gleich. Zack, jetzt haben wir auch mal so einen Baum. Bin ich ja mal gespannt, wie der abgeht. Gut. Floor 5. Und stimmt ja, wir waren ja genau vorm Abgang. Gut, das freut mich. Dann kommen wir schnell weiter. Aber ich denke, nach dem nächsten größeren Fight werde ich dann nochmal in die Stadt gehen und die Quests mit dem Portal machen. Ich denke, das hat viel Wert. Ja. Und weiter geht's. Tutar Caverns. Mhm. Da ist schon mal eine Truhe. Also wenn das kein Mimik ist. War ja klar. Yay. Oh. Stimmt ja. Oh, der Baum ist ganz schön laut. Sollte ich wohl eventuell das Tier bald mal wieder zurückschicken? Oh, Bitzomox Stalker. Ja. Das muss ich auf jeden Fall. Okay, das kann rüber. Tasty Fishmeat. Brauche ich nicht. Dann. Okay, das brauche ich noch. Ein Hammer. Was soll ich mit einem Hammer? Ach ja. Chain West of the Thorn. Nein. Nicht gut, nicht gut. Okay. So, dann nehme ich mal das Halsband noch mit. Ach, einfach mal hier alles. Kann das noch mit rüberpacken. Level of Offensive Spell Mastery Skill. Okay, wir haben keinen offensiven Spell. Das heißt, es bringt uns nichts. Lebenspunkte, naja. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Hier ist nichts. Oh. Boah, eine ganz miese Falle. Wirklich super schlimm. Oh, und wir haben gleich ein neues Level. Dann sind wir Level 24. Und dann noch ein Level, dann kommen wir an die letzten Skills, glaube ich, sogar schon. Dann können wir endlich die stärksten magischen Fähigkeiten des Alchemisten verwenden. Im Übrigen habe ich gehört, dass man, wenn man das Spiel updatet, Level up, dass dann unser schöner Strahl hier etwas geschwächt wird. Ja, das will ich gar nicht. Und so nützlich ist das Update, denke ich mal, auch nicht. Ich habe jetzt keine schwerwiegenden Bugs oder Fehler hier in dem Spiel gefunden, was natürlich sehr schön ist. So, dann verteilen wir doch mal das Level. Magie. Was wären wir ohne Magie? Ja genau, dann können wir Amber Strike mal ausprobieren. Und das hat Weapon Damage 20%, das ist schön. So, Crit auf 10. 120% Bonus to Critical Damage und 10% mehr Crit Chance. Was will man mehr? Skelette. Das sind tolle Gegner. Die laufen einem so schön in den Strahl. Da braucht man kaum noch was machen. Und hier sind auch kaum Gegner. Ist ganz schön leer hier. Naja. Im Übrigen habe ich mir auch mal angeguckt, wie sich der Vanquisher spielt. Ich finde, die Magier waren eine gute Wahl. Eine sehr gute.
ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber ich finde, mit Magie macht es doch eindeutig mehr Spaß. Wow, 3000 Gold. Ach, nicht schlagen, bitte nicht. Geh weg. Oh, hey. Ach, Ring, nicht Rifle. Im Ring kann ich was anfangen. Und da haben wir einen Rifle. Gut. Ich würde es echt gut finden, wenn sich der Schild schneller verbessern würde. Ich meine, ich habe nur auf Level 1, das ist klar. Au, wow. Aber der hält mir wirklich nicht sehr lange. Oh. Cool. Alles tot? Ja. Beziehungsweise übernommen. Geht ja jetzt auch. Dann gehe ich mal kurz weg, nicht dass die ja wieder zurück mutieren. Und guck mal, was wir da alles gefunden haben. Hey, der sieht cool aus. Midas Ring. Plus 7 magisches Attribut. Und wenn ich noch einen zweiten Gegenstand finde, noch Gold finden. Naja, König Midas halt. Plus 5. Dann nehme ich den raus und pack den rein. Der hat nämlich auch noch einen Sockel. Das hat sich doch gelohnt. Das ist schön. So, der Helm? Nö. Cool, die sieht mal geil aus. Sieht mehr nach einer Bombarde aus als nach einem Gewehr. Und ein interessanter Helm. Welcome's Headbanger. Headbanger? Was? Cool. Welcome's Bastion. Ah, Rüstung, kritische Chance. Ein richtig cooler Helm für einen Nahkämpfer. So ein richtig, richtig guter. Den behalte ich doch mal, falls ich nochmal einen Nahkämpfer spielen sollte. Der bleibt hier. Und wir haben nur eine Rolle der Identifikation, das ist schlecht. Oh, nein. Oh, gut, dass ihr erst Level 13 seid. Sonst wäre ich schon wieder draufgegangen. Naja gut, was heißt schon wieder? Wir sind erst einmal gestorben. Trotzdem, das muss nicht öfter vorkommen als wirklich nötig. Haha. So. Im Übrigen, wenn ich nochmal eins spielen sollte und das eventuell auch hochlade, ich weiß ja nicht, dann werde ich wahrscheinlich den Nahkämpfer spielen. Die Fernkämpferin, die kann mir irgendwie so wenig. Da werden mich zwar einige Leute Lügen strafen, aber naja. Ist ja nur meine persönliche Meinung. Ich laufe irgendwie im Kreis. Beziehungsweise ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang laufe. Naja, erkunden wir erstmal ein bisschen. Skelette. Hier. Naja. Und ein Tor. Und ganz viel Müll, der hier rumsteht. Ach du meine Güte. Da unten wird gekämpft und hier ist eigentlich nicht viel. Komisch. Mana-Schrein. Wow. 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 Nicht gut. Hey, Mist, wir haben keine Lebenspunkttränke mehr. Gut. Das heißt, ich muss auf jeden Fall zurück.